So, guten Morgen, ich bin hier im Bahnhof Pankstraße, U-Bahnhof. Dieser U-Bahnhof wird im Moment saniert. Man kann das auch sehen auf der Bahnsteigkante. Die muss komplett neu aufbetoniert werden. Ebenfalls wird hier komplett der Bahnsteig erneuert, also der Bahnsteigbelag. Die Stützen. Und wenn ich hier mal hochschwenke, der ganze Bahnhof ist derzeit eigentlich praktisch, wenn man so will, im Rohbauzustand. In Fahrtrichtung Wittenau fahren die U-Bahn-Züge durch, die halten hier also nicht. Es wird also nur in Fahrtrichtung Gesundbrunnen gehalten. Das ist, wie gesagt, der alte Fliesenwandbelag, der aus den Eröffnungszeiten stammt. Das war, glaube ich, irgendwann in den 80er Jahren. Und das wird sicherlich dann auch noch wegkommen. So, und hier kann man das dann auch erkennen, wie das ist, wenn der Zug nur einseitig hält und wie lange die Baumaßnahmen hier unten gehen werden, zumindest dann erstmal in eine Richtung. So, und einhergehend mit dieser umfassenden Sanierung des U-Bahnhofs Pankstraße wird es dann auch so sein, dass der U-Bahnhof barrierefrei ausgebaut wird und man kann hier also schon den Fahrstuhlschacht sehen, wenn ich mal hochschwenke. Da oben ist dann das Loch in der Decke vom U-Bahnhof und hier kommt dann der Fahrstuhl mal rein. So, hier bin ich jetzt in der Zwischenebene, bevor es rausgeht. Auch hier wird alles neu gemacht. Also der Charme der 70er und 80er Jahre wird dann hier verschwinden. Ja, wie diese schöne Wand hier aus Aluminium. So, und jetzt bin ich draußen und hier kann man es dann auch erkennen. Grundinstandsetzung und barrierefreier Ausbau bzw. neuen Zugang. Dann sieht das in etwa so aus. Der Bahnhof Pankstraße, der steht ja nun für eine ganze Reihe Berliner U-Bahnhöfe, die in die Jahre gekommen sind und mittlerweile einer Grundinstandsetzung bedürfen. Wenn das fertig ist, das werde ich euch nachher noch zeigen, wie das aussieht, wenn es ein fertiger Bahnhof ist. Also das zeige ich euch dann an einem anderen Bahnhof, welcher schon durchsaniert wurde und wirklich schön geworden ist. Und der Fahrstuhlschacht, der wird dann hier auf der Verkehrsinsel Badstraße Richtung, Richtung Norden enden. Unter diesem Dach wird dann der Fahrstuhlschacht enden verbunden. Ja, und das ist ein Zugang, wenn er noch nicht saniert ist. Also hier hat man nur das Schild oben jetzt schon anders gemacht, aber wie gesagt, der ist dann auch noch dran. So, neben dem Bahnsteigbelag, der ganzen Technik etc. werden natürlich dann auch die Rolltreppen hier aus den 70er, 80er Jahren erneuert. Diese hier ist schon außer Betrieb, wie man sieht, und die fliegt auch raus und wird neu gemacht. So, nächste Haltestelle für mich ist dann Alexanderplatz. So, hier bin ich jetzt am Alexanderplatz
Bahnsteig U2, welcher vorher gesperrt ist. Oder besser gesagt, eine Hälfte ist vorher gesperrt, weil ja der Bahnhof abzustürzen droht in eine Baugrube. So, und wie man sehen könnt, auf dem der Baugrube zugewandten Gleis hat man sämtliche Schwellen und Schotter entfernt. Da liegen also nur noch die nackten Schienen. Da hat man jede Menge Stahlträger eingezogen und verankert. So, und da könnt ihr schon die Risse sehen. Und die ziehen sich mittlerweile durch den kompletten Bahnhof an der Seite der U2, wo die Baugrube ist. So, um das Ganze zu versteifen, hat man also hier auch über den Mittelträgern hier eine Menge Stahl eingebaut. Da oben sind weitere Risse zu sehen. Also sieht schon echt extrem aus hier. So, und um zu wissen, ob der Bahnhof und wie viel er in Bewegung ist, hat man dann halt hier diese Messpunkte. Und im Moment ist auch eine Firma dabei und misst gerade wieder alles aus. Zwischen dem, wo man das Gleis ausgebaggert hat, also wo der Schotter und die Schwellen weg sind, das ist hier, das ist in etwa, wo der Abgang zur U5 und U8 ist. Wenn ich mal hier weiter schwenke, da sind die Gleise fahrbereit, da ist der Schienenerder im Gleis, Stromschienenerder. So, dass also, falls doch der Strom eingeschaltet wird, das sofort Kurzschluss dann gibt. Und diese Verkabelage, die man überhalb der Stromschiene dort sieht, das gehört alles jetzt schon zu einem Messsystem, was man hier aufgebaut hat, wo man also jegliche Art der Bewegung vom U-Bahn-Tunnel sehen kann. Ja, wann hier wieder der Verkehr aufgenommen werden kann, steht in den Sternen. Im Moment ist ja zwischen Klosterstraße und Sennefelder Platz Pendelverkehr. Ja, schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall Covivio, das sind die, die dieses Hochhaus bauen. Das ist auch so eine Hurra, wir werden immer reicher Gesellschaft. Die werden sich sicherlich mit einem schönen Beitrag hier an beteiligen, hoffe ich jedenfalls. Also, denn wie gesagt, so geht's nicht hier. So, und das ist das Bauschild, und schuld an diesem Haus ist dieser Hochhausneubau, der hier entstehen soll. Ich gehe auch mal davon aus, dass deswegen auch die Straßenbahnlinie noch nicht fährt. Denn wenn ich hier mal so gucke, links der Bauzaun von der Baugrube. So, und da ist die Straßenbahntrasse, und kommt das jetzt alles in Bewegung, dann ist die Straßenbahn auch WECH weg. Das ist jetzt die Baugrube von oben. Wie ihr seht, da sind es noch nicht mal richtig ausgebaggert. Und ja, schon krachte alles weg. Wie gesagt, so sieht es jetzt am Alex aus. Das ist die Baugrube, die schuld ist. Und hier, wo die Fußgänger lang gehen, das ist der Bahnhof der U2.
befinde mich jetzt im U-Bahnhof Friedrich-Wilhelm-Platz an der U9 und im Gegensatz zu dem U-Bahnhof Pankstraße ist dieser Bahnhof schon komplett fertig saniert seit ein Jahr, zwei Jahren in dem Dreh. Auf jeden Fall, der Bahnhof war vorher auch so ein dunkles Loch gewesen. Jetzt auch heller Bahnsteigbereich, im Hintergrund ist der Aufzug zu erkennen. Dann hat man sehr schön hier neu aufgekachelt. Fliesen gesetzt, hier weil der U-Bahnhof Friedrich-Wilhelm-Platz ja am selben liegt, hat man dann zum Beispiel einen Umgebungsplan von diesem Viertel, was hier gebaut ist, Anfang des 19. Jahrhunderts mit an die Wand gebracht, beziehungsweise Ende des 18. Jahrhunderts. Der Plan ist von 1874. Und wie gesagt, so kann dann ein U-Bahnhof aussehen, so schön, wenn er wieder renoviert und hergerichtet wurde. So wird dann auch sicherlich Pankstraße erstrahlen. Aber das dauert halt, wie gesagt, noch, denn die Hintergleisflächen, sprich hier, wo dieses Bild drauf ist, die kann man nur in den 4 Stunden der nächtlichen Sperrpause bearbeiten. Bahnsteigkante geht ebenfalls nur während der Nachtstunden und alles andere über den Gleisen, dito genauso. Und dementsprechend lang dauert das nun mal halt, wenn so ein U-Bahnhof saniert wird. Wenn dann zwischendurch auch noch die Firma pleite geht, ja, dann dauert es noch mehr. Aber wie gesagt, ich wollte euch das jetzt nur mal zeigen an der Pankstraße und jetzt hier am Friedrich-Wilhelm-Platz. Ja, und richtig schön Aspekt dabei spielt natürlich auch unsere Denkmalschutzbehörde, weil mittlerweile sind einige Bahnhöfe aus den 70ern unter Denkmalschutz gestellt, das heißt, so modernisieren, wie man das gerne möchte, kann man dann nicht und ja, so ist das halt. So, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch was. Das Video war sehr fantastisch, ich weiß. Aber wie gesagt, wisst ihr auch mal Bescheid, warum das in manchen U-Bahnhöfen so lange dauert und was man aus so einem dunklen Loch, siehe Pankstraße, machen kann, kann man ja hier am Friedrich-Wilhelm-Platz sehen oder Rathaus Steglitz, ist auch sehr schön geworden. So, wie gesagt, ich wünsche euch was, hasta luego und goodbye.